Hallo Karate Kids. Leider können wir im Moment kein Training machen. Wir nicht mit euch und ihr nicht mit uns. Deswegen hat sich 1860 entschieden, Videos ins Netz zu stellen, die ihr euch angucken könnt und wir quasi gemeinsam trainieren können. Das heißt, heute mache ich für euch das Training und ihr guckt es euch zu Hause an, auch zwei oder dreimal nacheinander und übt die Sachen, die ihr für eure nächste Gürtelprüfung braucht und in hoffentlich 4 Wochen nach den Osterferien geht es weiter und wir sehen uns wieder zum Training. Ich bin Sebi, ich bin euer Trainer. Ich hoffe, das wisst ihr noch alle. Alle, die mich noch nicht kennen, sehen das Video und kommen ja vielleicht mal mittwochs um 17 Uhr zum Karate vorbei. Und ich mache es heute ein bisschen kürzer, damit man das genießen kann. Ihr könnt es euch aber auch zwei- oder dreimal angucken und mit euren Eltern üben. Wie immer fangen wir an mit der Begrüßung. Weil ihr leider nicht da seid, begrüße ich also nur Gichin Funakoshi und die Halle. Shumani Re. Re. Okay, ich hoffe, ihr habt auch alle angegrüßt. Dann machen wir uns erstmal warm. Ein bisschen lockeres Laufen. Damit eure Muskeln erstmal warm werden. Hüpfen. Hüpfen auf einem Bein. Und das andere Bein. Und noch ein bisschen laufen auf der Stelle. Und jetzt beim Laufen die Füße an den Po. Es ist schön knallt. Und die Knie vorne hoch. Und nochmal hüpfen. Hampelmann. Nach vorne und hinten. Und nochmal Hampelmann. Okay. Leichte Grätsche, etwas breitbeinig stehen, Hände an die Hüfte und die Hüfte kreiseln. Ganz große Kreise machen. Und andersrum. Okay, und die Arme kreisen. Große Kreise machen. Und rückwärts. Okay, rechte Hand nach vorne, nach links rüber und am Ellbogen ziehen und dehnen. Und die andere Seite. Links nach vorne, rüber und dehnen. Die rechte Hand hinter den Kopf und den Ellbogen hinter den Kopf ziehen. Und die linke Hand. Okay, die Hände ein bisschen kneten zum Warmwerden. Und zur Seite kneten. Und nach oben kneten. Sehr gut. Linke Hand nach vorne, die Finger zeigen nach oben. Und die ganze Hand auch den Daumen nach hinten dehnen. Und die Hand nach unten dehnen. Rechte Hand, Finger nach oben, den Daumen mitziehen. Und nach unten. Sehr gut. Und nochmal die Hände ausschütteln. Finger wegschmeißen. Stellt euch vor, da sitzt eine Spinne auf der Hand. Und ihr müsst sie wegschütteln. Okay, nochmal breitbeinig stehen und die Hüfte kreiseln. Und andersrum. Okay, Hände auf die Knie
und die Knie kreiseln. Und andersrum. Sehr gut. Rechte Hand nach oben, über den Kopf und ganz lang strecken. Das hier muss ich dehnen. Ganz lang. Und wechseln. Die andere Seite ganz lang ziehen. Und dehnen. Okay, und einmal die Hände über den Kopf, auf die Zehenspitzen und lang strecken. Ganz lang machen. Mit den Händen bis zur Decke. Okay, leichte Grätsche und vorne nach unten. Erstmal locker hängen lassen. Ein bisschen hin und her schaukeln. Wieder hochkommen, Hände an die Hüfte und die Hüfte nach vorne drücken und zur Decke gucken. Wenn ihr bei euch zu Hause auch Löcher in der Decke habt, dürft ihr die auch zu Hause zählen. Und nochmal nach unten. Zum linken Fuß rüber wandern. Und zum rechten Fuß. Und noch einmal hochkommen und die Hüfte noch mal nach vorne schieben. Und die Decke angucken. Okay, ein bisschen breiter stehen. Knie knicken. Und jetzt mit euren Armen die Knie nach außen drücken. Und den Hintern noch ein bisschen weiter runter. Okay. Noch ein bisschen weiter auseinander und jetzt hin und her wackeln, von rechts nach links rüber. Okay, die Beine müssen wir auch noch ein bisschen aufwärmen. Stellt euch mit dem linken Bein nach vorne, Hände in Chudan Kamai und einmal mit dem hinteren Bein nach vorne schwingen und wieder hinten absetzen. Und eins, 2, 3, 4 und 5. Sehr gut. Dynamischer Beinwechsel. Und die andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal dynamischer Beinwechsel. Und jetzt ein Maigiri zum Aufwärmen. Denkt dran, erst das Knie hoch, dann treten und hinten wieder hinstellen. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Ha! Das Kiai nicht vergessen beim 5. Mal. Dynamischer Beinwechsel. Maigiri. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Ha! Immer ans Kiai denken. Dynamischer Beinwechsel. Kisamitsukigeri heißt, die vordere Hand schlägt nach vorne und dann wieder nach hinten. Mit einem kleinen Rutscher nach vorne. Okay, Kisamitsuki. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe das Gi vergessen. Dynamischer Beinwechsel. Und Kisamitsuki mit der vorderen Hand. Und 1, 2, 3, 4, 5. Ha! Okay, yummy. Das war's zum Aufwärmen. Als nächstes wollen wir uns ja auf die Prüfung vorbereiten. Das heißt, wir machen Kion, Karate, Grundschule. Die wichtigsten Techniken, die wir lernen müssen. Ich hoffe, ihr erinnert euch da alle dran. Es gibt Angriffe und Abwehr. Wir machen zuerst den Angriff Oizuki Yodan und dann auf dem Weg zurück die Abwehr für den Oizuki Yodan Age Uke. Damit fange ich erstmal an. Einmal aufstellen, Füße zusammen, Musubi Dachi,
angrüßen. Re. Joi. Mit links nach vorn, Zenku zu Dutch und geh dann Barei. Und Itch. Vorwärts gehen, Oi zu Gyodan. Denkt daran, eure Hand muss ungefähr auf Höhe eures Kinns sein beim Schlag. Fünfmal und Itch. Ni. San. Chi. Go. Ha! Wendung Mawate. Jetzt kommt die Abwehr für den Oizuki Yodan. Das ist Age Uke. Nach oben. Beim Age Uke denkt dran, ihr müsst noch unter dem Arm durchgucken können. Fünfmal Age Uke im Zenku zu Dutch. Und Ich. Ni. San. Chi. Go. Ha. Wendung Mawate. Der nächste Angriff ist Oizuki Chudan Richtung Bauch. Also vorwärts gehen mit Oizuki Chudan im Zenku zu Dutch. Und Ich. Ni. San. Chi. Go. Ha. Wendung Mawate. Und die Abwehr, die wir üben wollen, ist der Gedan Barai. Beim Gedan Barai denkt ihr bitte dran, am Ohr ausholen und dann nach unten weghauen. Fünfmal vorwärts gehen, Oizuki, nicht Oizuki, Gedan Barai im Zenku zu Dutch. Und Ich. Ni. San. Chi. Go. Ha. Wendung Mawate. Als nächstes wollen wir noch den Maegeri üben. Im Stand, das heißt Hände in Chudan Kamae. Und jetzt machen wir wie eben beim Aufwärmen den Maegeri und setzen das Bein nach hinten wieder ab. Also nochmal langsam. Erst das Knie hoch, zutreten und hinten wieder absetzen. Okay, versuchen wir es mal. Mit dem rechten Bein. Maegeri. Und Ich. Ni. San. Chi. Go. Ha. Sehr gut. Dynamischer Beinwechsel. Andere Seite auch. Mit dem linken Bein. Maegeri Chudan. Und Ich. Ni. San. Chi. Go. Ha. Yummy. Füße zusammen und abgrüßen. Re. Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt immer beim Joi und beim Yame dran gedacht, dass auch da schon der Kampf losgeht. Dass man ab dann auch bereit ist. Okay, das war das Kihon in kurzer Form. Als nächstes will ich mit euch die Kata Heian Shodan durchgehen. Das ist wichtig, dass ihr die zu Hause übt und natürlich ein bisschen schwer, wenn man nur Bilder hat. Aber wir machen sie zweimal zusammen. Das erste Mal mache ich es langsam und zähle und erkläre immer noch. Und beim zweiten Mal mache ich es etwas schneller, aber mit Zählen. Und ihr könnt zu Hause mitmachen. Dafür drehe ich mich gleich um, denn erstens ist Gichin Funakoshi hinter mir, da ist also eigentlich vorne. Und zweitens könnt ihr dann zu Hause genau sehen, welchen Fuß oder welche Hand ihr bewegen müsst. Also machen wir die Heian Shodan zusammen. Einmal aufstellen. Füße zusammen, Mosubi Dutch. Angrüßen. Re. Joi. Kata ansagen. Heian Shodan. Es geht los. Nach links mit der Abwehr. Gedan Barai. Und Ich. Oizuki, vorwärts gehen. Ni. Große Wendung mit dem rechten Bein. Wieder nach hinten. Gedan Barai. Ich. Das vordere Bein zurückziehen und den Nasenstüber. Ni.
und ein Oizuki nach vorne. San! Jetzt kommt das vordere Bein und die vordere Hand Richtung links nach vorne, geht dann bereit. Und Ich! Dreimal Age Uke im Vorwärtsgehen. Und Ich! Ni! San! Ha! Ki Ai nicht vergessen. Jetzt kommt mit dem hinteren linken Bein die große Drehung nach rechts rüber. Geh dann Barai. Und Ich! Zuki nach vorne. Ni! Das vordere Bein zurückziehen in die Richtung. Geh dann Barai. Und Ich! Zuki. Ni! Vorderes Bein geht wieder zurück in die Richtung, wo wir hergekommen sind, mit Gedanbarei. Und Ich! Jetzt kommen drei Zukis im Vorwärtsgehen. Und Ich! Ni! San Kiai! Ha! Das linke Bein, das hintere Bein im großen Kreis darüber setzen zum Shuto Uke. Und Ich! Schwerthand. Einen Schritt schräg nach vorne. Ni! Das vordere Bein und die vordere Hand zurückziehen und nach da ein Shuto Uke. Und Ich! Und den letzten nach da schräg nach links. Ni! Yummy! Füße zusammen und abgrüßen. Re! Sehr gut. Und jetzt wieder entspannen. Jetzt ist die Kata vorbei. Das kann man ja zur Not auch zurückspulen und noch zwei, dreimal gucken. Ich bin mir recht sicher, dass ich alle Schritte richtig gemacht habe. Die könnt ihr gerne mehrfach zu Hause ausprobieren. Jetzt machen wir es nochmal so. Ich mache die Kata etwas schneller und zähle nur, ohne anzusagen, welche Technik kommt. Das heißt, die etwas Fitteren, die das schon können von euch, können dann bei diesem zweiten Durchlauf mitmachen. Versuchen wir es nochmal. Ich drehe mich aber wieder um. Okay. Füße zusammen. Musubi-Dachi. Angrüßen. Re. Yoi. Kata ansagen. Heian Shodan. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Ich. Ich. Ni. San. Ha. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ich. Ni. San. Ha. Ich. Ni. Ich. Ni. Yummy. Füße zusammen und abgrüßen. Re. Sehr schön. Ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Sonst einfach nochmal zurückspulen und von vorne anfangen. Das kann man ja öfter mal probieren. Das war Grundschule, Kihon, die fünf Techniken. Und jetzt eben noch die Kata, Heian Shodan. Nicht vergessen, schön fleißig üben, damit wir die Gürtelprüfung hoffentlich dann nach Ostern schaffen. Als nächstes machen wir die Übung, die wir alle zusammen oft genug gelernt haben, die aber super wichtig ist, gerade für euch Kids. Wenn einer stänkern will, wenn einer irgendwie blöd auf euch zukommt, ihr wisst, wie man den aufhält. Das heißt Stoppübung. Ich mache es noch mal einmal ganz kurz trocken vor. Ihr wisst das ja alle. Bei der Stoppübung sind drei Sachen wichtig. Und zwar gleichzeitig, aber wir lernen es ja immer in der Reihenfolge. Erster Punkt, der Fuß. Der Fuß geht nach hinten. Zweiter Punkt, die Hand. Die Hand geht nach vorne und stoppt den anderen. Und dritter Punkt, ganz wichtig, nicht vergessen, der Mund. Laut und deutlich Stopp sagen. Also Stopp! Okay, machen wir nochmal. Eins, zwei, drei. Stopp!
Okay, und jetzt alles drei gleichzeitig. Und ich. Stopp! Noch einmal. Ni. Stopp! Noch einmal. San. Stopp! Okay, jetzt denk dran, auch das andere Bein trainieren. Jetzt gehe ich also mal mit dem anderen Fuß zurück und nehme auch die andere Hand nach vorne zum Stoppen. Okay, andere Seite zurückgehen. Und ich. Stopp! Ni. Stopp! Und San. Stopp! Sehr gut. Jetzt müsst ihr das ja aber auch zu Hause mit jemandem üben, der mit euch zusammen trainiert. Fragt eure Geschwister, fragt eure Mama, euren Papa, euren Aufpasser, eure Aufpasserin, wer gerade da ist, mit dem könnt ihr auch zusammen trainieren. Und weil ich auch fast ganz alleine hier bin, habe ich Ole gefragt, den Kameramann, der ist nämlich jetzt der Angreifer. Ole, wie schön, dass du da bist. Füße zusammen, verbeugen, sehr gut. Wir stellen uns auf. So gute 5, 6 Schritte sollten zwischen uns sein. Wir machen es wieder so, ich bin der Gute, Ole ist der Böse und will mich angreifen. Also, die Verteidigerseite stellt sich locker ins Joi, Füße ein bisschen auseinander. Überlegt euch vorher, welches Bein ihr nach hinten nehmt und welche Hand nach vorne. Und dann, Ole sieht schon ganz aggressiv aus, sage ich jetzt, Ole, du bist der Angreifer, Ole Hajime. Stopp! Ich glaube, er hat es verstanden und das ist auch ungefähr die Distanz, wo man ihn stoppen sollte. Nicht zu spät stoppen, aber auch nicht viel zu früh. Ole, zurück. Sehr gut. Mache ich nochmal mit der anderen Hand. Man sollte immer beide Seiten trainieren. Ole, Hajime. Stopp! Auch wieder eine gute Distanz. Ole, versuch mal mir eine Ohrfeige zu geben. Kommt da nicht ran. Ich habe ihn gestoppt. Okay, Ole, zurück. Als zweite Übung, auch das haben wir oft genug trainiert, kommt der Angreifer mit Schubshänden und will mich zur Seite schubsen oder an mir rumfummeln. Das will ich ja auch alles nicht. Also die Stoppübung ein bisschen erweitert. Denkt dran, am Ohr ausholen und nach außen wegwischen. Also nicht so rum wegwischen, sondern immer den Angreifer nach außen wegwischen. Das probieren wir nochmal. Ole, einmal Schubshände raus. Genau, ein bisschen tiefer. Du willst ja auf meine Brust zielen. Ole Hajime. Stopp! Weggewischt. Jetzt kann er erstmal nichts Böses mehr bei mir anfangen. Okay, Ole, noch einmal. Andere Seite. Denkt dran, wir trainieren auch die andere Seite. Ole, Schubshände raus. Ole Hajime. Stopp! Sehr gut. Und zurück. Und die letzte Übung, die wir jetzt schon 1, 2, 3 Mal probiert haben, ist ein wenig aus der Kata, Heian Shodan. Ihr erinnert euch, die erste Bewegung ist ein Gedan Barai nach links. Und dann kommt ja als nächstes der Tsuki. Aber zuerst mal kommt die Abwehr. Und das trainieren Ole und ich jetzt auch. Das heißt, Ole fährt schon mal seine Schlagfaust aus und will mir in den Bauch hauen. Hier ist mein Bauchnabel ungefähr. Ich glaube, du musst noch tiefer, Ole. So groß bin ich nicht. Genau. Ole kommt gleich auf mich zu. Und ich mache die gleiche Bewegung wieder bei der Stoppübung, aber mit der Hand mache ich nicht den Stopp, sondern ich mache ein Gedan Barai. Denk dran, am Ohr ausholen und nach unten abwehren. Okay, Ole Hajime. Stopp! Und jetzt kommt in der Kata natürlich noch der Oizuki. Peng! Okay, nochmal zurück. Auch die andere Seite trainieren. Eben habe ich ihn mit links abgewehrt, jetzt muss ich ihn mit rechts abwehren. Du kannst die gleiche Boxhand nehmen, Ole. Ole Hajime. Stopp! Jetzt ist er schon umgefallen. Jetzt hätte ich die Chance nutzen können und auch gleich wieder den Oizuki hinterhergeben. Okay, sehr gut. Ole, danke schön. Alles klar, du bist entlassen. So. Das war ungefähr eine halbe Stunde Schnelltraining. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Wenn wir Glück haben, können wir nächste Woche vielleicht auch die nächste Trainingseinheit nochmal machen. Dieses Video könnt ihr euch ja bei YouTube oder bei 1860 runterladen und gucken und auch jeden zweiten Tag gerne trainieren. Denkt dran,
dass ihr möglichst viel euch fit haltet. Also ein bisschen aufwärmen, ein bisschen dehnen und hin und wieder mal Stopp trainieren oder hin und wieder mal die Herren Schultern trainieren. Das könnt ihr alles. Die meisten von euch haben es ja schon drauf. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, spätestens nach Ostern. Bleibt alle gesund. Ich vermisse euch schon ein bisschen und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Füße zusammen, Mosobidatsch und abgrüßen. Re!